Ich möchte Ihnen heute eine Antwort geben auf das Thema Buy and Hold. Ja, aber nur mit vermögensverwaltenden Fonds. Denn wir sehen ja immer wieder im Rahmen der Auf- und Abs an der Börse, wie sich Portfolien positiv oder negativ entwickeln können. Wenn wir uns ETFs anschauen, und das ist das Instrument, was wir als Underlying benutzen, haben wir auch hier im Jahr 2001 den DAX-X an die Börse gebracht. Ich war damals Vorstand der Indexchange und in dem Zusammenhang haben wir ein einfaches Produkt gehabt. Es waren 30 Aktien in dem Produkt. Es gab ein Factsheet, wo alle 30 Aktien drauf abgetragen waren. Jeder wusste, was es ist. Inzwischen gibt es ein 70-seitiges Manual, wie wähle ich den richtigen ETF aus. Und von daher gesehen wollen wir Ihnen heute mal zeigen, was man einerseits mit einem Portfolio machen kann, wenn man verschiedene ETFs zusammensetzt oder andererseits, wenn man ein Portfolio zusammensetzt aus den Konstrukten, die wir hier bei Avana Invest Ihnen anbieten. Unsere Agenda ist, wann ist Buy and Hold sinnvoll? Wie funktioniert unser Investmentprozess von Avana? Wie sind die Strategien, die wir anbieten im Einzelnen? Wir bieten 4 an der Zahl an. Und ich möchte Ihnen zu dem Thema Transparenz, was ja heute auf keinem Vortrag, auf keiner Bühne, auf keinem Slide fehlen darf. Sie haben ja auch bei der Einladung zu diesem Kongress ein kleines Video von dem Herrn Rauch gesehen, kam der Begriff Transparenz vor. Sie haben eben auf der Hauptbühne von dem Staatssekretär gesehen, der Begriff Transparenz. Das ist das, was letztendlich in der Zukunft die Kunden von uns erwarten. Die Avana-Gruppe ist gegründet Anfang 2009. Wir sind spezialisiert auf Indexanlagen mit dem Underlying ETF. Wir konzentrieren uns auf Risikomanagement. Meine Damen und Herren, Risikomanagement ist nach der Asset Allocation das Maßgebliche, was Portfoliowerte erhält oder letztendlich auch vermehren kann. Zurzeit verwalten wir 6 Publikumfonds mit knapp 150 Millionen Euro. Wir haben des Weiteren Individualmandate und wir sind in München, in Luxemburg und in Dublin vertreten, wo wir entsprechend aus jeder Jurisdiction heraus Produkte anbieten können. Und wir sind bankenunabhängig. Wir können mit jeder Bank, mit jedem Anbieter zusammenarbeiten. Wann ist jetzt Buy and Hold sinnvoll? Das ist doch die ganze Frage. Ich kaufe mir einen ETF und lasse ihn einfach 10 Jahre liegen. Das ist das, was wir vor 10 Jahren, wie wir die ETFs eingeführt haben, erzählt haben. Da hat das auch alles noch gestimmt. Der Costolani war gerade gestorben und der hat immer gesagt, kaufen sich Aktien und lassen sie liegen. Nur die letzten 10 Jahre, die wir gesehen haben, sind von einer solchen globalisierten Volatilität getrieben. Und wenn Sie sich die letzten Tage in Europa anschauen, wie wir Achterbahn fahren, dann ist es einfach nicht mehr sinnvoll, sich einem Buy-and-Hold-Konstrukt anzuvertrauen. Wir haben eine Untersuchung gemacht. Wie haben sich europäische Aktienfonds während der Krise, das ist dieses Bild von 2001 bis 2006 entwickelt, und wie haben sich diese Fonds von 2006 bis 2011 entwickelt? Was Sie hier auf diesen beiden Charts sehen, ist Folgendes. Die rote Linie ist der MSCI Europe. Das ist der ETF im Prinzip, Euro Stoxx 50, Stoxx 600, MSCI Europe. Von 2001 bis 2003 -50%. 500 Aktienfonds auf den Markt Europa, da sind alle drin, alle Fonds, die auch irgendwann mal in diesem Zeitraum gestorben sind, das sind nämlich solche hier, die dann aufgehört haben zu existieren, sehen Sie hier einen Absturz bis 70% aktiv gemanagte Fonds. Die Frage ist, wo ist dort das Risikomanagement? Sehen Sie das? Glaube nicht. Was Sie sehen, ist hier eine ziemliche Häufung der blauen Linie, sodass wir zu einem blauen Feld kommen. Es gibt aber auch Fonds, die deutlich besser sind als die Benchmark. Das möchte ich hier schon betonen. Aber es gibt viele Fonds und das häufige und das dunklere Feld ist deutlich unter der Benchmark. Also die These, 80% der Fonds erreichen die Benchmark-Performance nicht im aktiven Portfolio-Management.
ist hier in 2003 nochmal bewiesen. Jetzt haben wir gedacht, sowas wie 2003 ist ein Zeichen, ist eine Lehre, da muss sich was abändern. Das haben wir auch gesehen. Wissen Sie, was wir gesehen haben? Hier 2006 bis 2011. Die Fondsmanager haben gelernt, noch dichter an die Benchmark ranzugehen. Sie saufen genauso mit ab wie der Markt in 2003, genauso in 2008. Also es gibt kein Risikomanagement, aktives Risikomanagement in diesen Fonds. Sie sehen, das Feld ist einfach um die Benchmark dichter zusammengerückt. Und das kommt damit und daher, dass eben die großen Häuser sagen, wir wollen zumindest nicht schlechter sein als die Benchmark. Dann sind wir bei den Leuten. Aber das hilft uns nichts. 60% Performance minus ist 60 minus. Ob ich jetzt mit meinem Nachbarn dabei bin oder nicht, es hilft nichts. Meine Damen und Herren, schauen Sie in die Portfolien, wer macht Risikomanagement, da können Sie investieren. Wenn Sie eine Zeitreihe finden, die zweimal eine solche Charakteristika im Drawdown-Profil findet, können Sie den Fonds gleich vergessen. Schauen Sie sich keine Sekunde diese Fonds weiter an. Es hilft nichts. Wir haben hier mal 15 Jahre betrachtet, seit 1997, welchen Mehrwert können aktive Fonds bringen. Hier ist 100 und hier ist wieder 100. Also, in Summe nichts. Dieser Fonds ist nur auf höherem Niveau. Von hier 300 nach hier 300, nach 12 Jahren, auch in Summe null. Das heißt, wenn Sie in aktive Fonds investieren, nehmen Sie die bitte als Portfoliobaustein. Kaufen Sie die, beobachten Sie sie und verkaufen Sie sie auch wieder. Wenn Sie das Verkaufen vergessen, passiert Ihnen dieses Profil. Also Buy and Hold ist nicht mehr up to date. In der Tabelle haben wir jetzt hier ein Weltportfolio zusammengestellt. Ein passives Weltportfolio. Sie sehen alle diese Märkte, in die wir investieren, Industrieländer, Schwellenländer, Rohstoffe, Renten, Geldmarkt. Können Sie alles mit ETFs abdecken? Und wenn wir jetzt als Honorarberater sagen, ich berate jetzt den Kunden mit diesem Weltportfolio, er kann es sehr günstig einkaufen, das ist richtig. Diese ETFs kosten in der Regel zwischen 10 Basispunkten, 15, 30, vielleicht bei den Schwellenländern 70 Basispunkte. Das ist preiswert. Aber was hilft uns das, wenn wir das Profil anschauen, wie die Märkte rauf und runter gehen? Und aus dem Grunde haben wir jetzt mal geschaut, wie sich so ein Weltportfolio über die letzten 10 Jahre oder hier in diesem Fall über die letzten 4 Jahre seit Juli 2007 entwickelt hat. Das rote ist dieses Weltportfolio und die anderen farbigen Linien sind diejenigen Fonds, die ich Ihnen eben auch gezeigt habe. Also 100, der hat es sogar, der Adi Werber hier, der hat es sogar auf 40 geschafft. Ein Rentenfonds hier unten angekommen. Oder Aktienfonds, wenn Sie es hier sehen. Wenn Sie die anderen Fonds anschauen, alle deutlich unter 100. Das Weltportfolio hat zumindest durch seinen Rentenanteil und die Rohstoffe das Niveau gehalten, aber Sie sehen immer noch keinen Mehrwert. Und lassen Sie einfach mal die Märkte noch mal richtig reinkrachen, dann sehen Sie hier auch wieder die Downside und den Drawdown von dem Weltportfolio. Letztendlich, Quintessenz, auch auf 5 Jahre ist kein Ertrag in diesem Weltportfolio zu finden. Dieses Portfolio sehen Sie in dem Buch von dem Herrn Krommer, können Sie das nachlesen, da ist es beschrieben. Von daher gesehen, es ist ein Portfolio, was auch im Markt als aktives Buy-and-Hold-Portfolio angeboten wird. Und deshalb nochmal meine Bitte, wenn Sie in ETFs investieren, investieren Sie nur mit Risikomanagement. Wir haben 4 Fonds aufgelegt, einen für europäische Aktien, einen für deutsche lange Staatsanleihen, einen für Emerging Markets und einen für Rohstoffe. Letztendlich mit diesen 4 Portfolio-Bausteinen und unserem Risikomanagement können Sie ein Weltportfolio zusammenstellen. Man braucht nicht mehr.
Wir haben die USA ganz bewusst nicht dabei, weil wir einfach die Korrelation zwischen USA und Europa als so eng sehen, dass es keinen Sinn macht, sich noch zusätzlich an der Stelle ein Währungsrisiko mit ins Portfolio zu nehmen. Es ist völlig ausreichend, wenn Sie diese vier Bausteine Europa, Renten Deutschland, Commodities und Emerging Markets als Märkte im Rahmen der Asset Allocation erkennen. Wir haben für alle diese Produkte eine Anlageklasse für Honorarberater, wo wir kein Load für irgendwelche Vertriebskosten drin haben, sondern die sind alle mit 45 Basispunkten bepreist. Das ist der Nettopreis. Sie brauchen keine Rückvergütung Ihren Kunden geben. Der Kunde muss diese Rückvergütung nicht versteuern. Also Sie können das bei uns über die Augsburger Aktienbank beziehen. Wie hat sich jetzt dieses Portfolio im Gegensatz zu einem Weltportfolio entwickelt? Und ich möchte nochmal zurückgehen. Sie sehen 35% Renten, 45% Aktien, 10% Emerging Markets und 10% Commodities. Also man könnte sagen, ein ziemlich aggressives Portfolio, wenn wir uns die 35% Renten anschauen. Hier sehen Sie die Entwicklung, wie sich das Weltportfolio entwickelt, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Es fährt auf der Nulllinie, schon mal Kapitalerhalt, ist ja etwas wert. Hier sehen Sie die aktiven Fonds, braucht man nicht mehr drüber sprechen. Und hier können Sie erkennen an der Awana-Ocker-Linie die Entwicklung unseres Portfolios, was wir als Absolute Return Portfolio positionieren, mit dem Schwerpunkt Aktien und Rohstoffe sowie den Bundesanleihen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie wir unseren Investmentprozess machen, dass Sie verstehen, wie wir zu diesen Ergebnissen kommen. Auf der einen Seite nehmen wir ETFs und auf der anderen Seite unser Risikomanagement mit einem bei uns intern entwickelten Trendfolgeansatz. Und ich habe vorhin mit dem Herrn Bader diskutiert, was unterscheidet uns denn vom Trendfolgeansatz von allen anderen? Ich sage Ihnen nur mal ein Beispiel. Unsere Berechnungen der gleitenden Durchschnitte wird so gemacht, dass wir praktisch einmal in der Woche für die letzten 4 Jahre für jeden Markt, den wir beobachten, beim Stock 600 sind es 18 Märkte, eine neue Kalkulation machen und dann praktisch eine Vorausrechnung nehmen von dem Markt, der sich aufgrund der letzten 4 Jahre am besten entwickelt hat. Wir sind dynamisch hier. Andere Trendfolgesysteme nehmen einfach die letzten 200 Tage, nutzen das die nächsten 200 Tage und wundern sich, dass diese 200 Tage genau was anderes machen als die letzten 200 Tage, wo Ruhe war und Sonnenschein. Und hier ist es notwendig, dass man eben wirklich dynamisch diese Trendfolge abarbeitet. Und das Zweite ist, was wir nicht machen, ist, dass wir noch irgendwelche Faktoren in dieses Trendfolgesystem hineintun. Denn aus dem Indexgeschäft kennen wir, dass alle Marktinformationen, ob positiv oder negativ, am Ende des Tages in dem Indexpreis, in dem Marktpreis der Aktie und damit auch in dem Indexpreis enthalten sind. Auch das ist, also wir haben kein quantitatives Modell, wir haben kein Multifaktormodell, sondern wir haben ein dynamisches Trendfolgemodell bei Awana entwickelt. Und das führt uns zu einem risikoreduzierten Portfolio. Wenn Sie sich mal die Renditen auf der Gaußschen Normalverteilung anschauen, haben Sie auf der rechten Seite die positiven, auf der linken Seite die negativen. In der Glocke nennt man das Vertails rechts und links und es gilt praktisch, die negativen Renditen auf diesen Vertails abzuschneiden. Denn das sind die hässlichen Renditen, die negativen Renditen, die uns die Portfolien zerstören. Wie funktioniert unser System? Die rote Linie ist jetzt zum Beispiel der Energy Index aus dem Rohstoffbereich. Die mittlere Linie, hier die Goldocker, ist unsere Awana Moving Average Linie, die wir jeden Montag, wir machen einmal in der Woche eine Kalkulation. Wenn wir jetzt sehen, dass die Indexlinie über die Moving Average Linie hinausgeht, haben wir, damit wir nicht dauernd wie hier zum Beispiel immer Kauf- und Verkaufssignale bekommen, noch ein Volatilitätsband definiert mit einem oberen und unteren Band. Und erst wenn, jetzt hier mal schematisch dargestellt,
hier ein Durchstich kommt von dem Index über das obere Wohlerband, dann gehen wir in den Markt hinein, sind so lange hier investiert und wenn wir hier unten praktisch wieder einen Durchstich nach unten bekommen, dann gehen wir erst raus. Das heißt, wir verkaufen nicht am Peak, aber wir verkaufen auch nicht am Low. Und letztendlich das aktive Management, nochmal, Sie können jeden aktiven Fonds nehmen, wenn Sie ihn in dieser Art und Weise beobachten. Das heißt, wenn er irgendwann mal seine 200-Tage-Linie schneidet, dann verkaufen Sie. Aber Sie müssen dann bitte verkaufen. Das ist die Disziplin, die notwendig ist, weil Sie sonst das Kapital nicht erhalten. Ja? Aber meistens haben Sie die Zeit nicht dafür, meistens haben Sie die Konditionen nicht, meistens nicht das Know-how und meistens nicht das Wissen über das Ganze. Das sehen wir bei Privatanlegern. Mein Ratschlag an Sie ist, kümmern Sie sich um die Produktauswahl und lassen Sie jemanden das gut managen, die Asset Allocation. Ja, das ist Ihr Job, das Portfolio Management ist unser Job. Nochmal, hier unten verkaufen wir und kaufen wir gar nichts, sondern wir sind im Standby und erst in dem Moment, wo es praktisch wieder Signale gibt, wo man kaufen soll, da steigen wir dann ein. Also, wir warten nicht auf irgendetwas, was kommen könnte, sondern wir machen ein ganz, ganz systematisches Handeln. Bei uns gibt es auch keine Diskussion, ob wir jetzt am Montag, wenn die Umsetzung kommt, umsetzen sollen oder nicht. Wir setzen das um, was unsere Systeme uns zeigen. Wenn Sie jetzt so diese Woche mal Revue passieren lassen, erst geht es 14% drauf, gestern die Banken wieder 14% runter, heute geht es wieder 2% drauf. Das ist alles eine Sache, was sich innerhalb von einer Woche abspielt. An diesem Spiel nehmen wir gar nicht teil, sondern wir starten am Freitag wieder unser System und setzen am Montagabend um und dann haben wir wieder eine neue Allokation für die nächste Woche. Unser Konzept wurde für das Jahr 2010 von Ferry ausgezeichnet als innovativstes Produkt aus zwei Gründen. Einmal, dass wir uns dem europäischen Ansatz mit Sektoren zugewendet haben und zweitens, dass wir auch auf die Short-Seite gegangen sind. Das hat es aus Sicht der Jury vorher in diesen Produkten nicht gegeben. Wir gehen in den Aktien, in den Renten und in den Commodities Long und Short. Im Emerging Market Bereich gehen wir nur Long oder Kasse, weil es kein ausreichendes Material an Short-Produkten im Emerging Market Bereich gibt. Des Weiteren lassen wir uns jährlich zertifizieren von Telos. Und auch hier ist wieder die Bestätigung für 2011 erfolgt, dass unsere Abwicklung und Organisation, unser Portfolio-Management, den höchsten Ansprüchen von Telos mit einem AAA- entspricht. Wie sehen die Strategien jetzt im Einzelnen aus? Europa, die Welt des Stock 600, ist aufgeteilt in 18 Sektoren. Wir analysieren am Montag auf der Basis von Freitagabend die Zeitreihen jedes einzelnen Sektor und stellen dann eben fest, ob es auf diesen Sektor ein Kauf- oder Verkaufssignal gibt. Gibt es ein Verkaufssignal, gehen wir auf die Short-Seite. Dann gibt es allerdings nur 10 Produkte, die wir dort einsetzen können. Oder wir gehen dann in den breiten Markt Short. Wir haben durch die Sektordiversifikation 600 Aktien und wir haben 18 verschiedene Märkte, die sich teilweise gegeneinander bewegen. Und zwischen diesen Märkten liegen bis zu 40% Performance-Differenz von dem schlechtesten zu dem besten jedes Jahr. Ob das jetzt negativ oder positive Entwicklungen sind. 2008 waren alle minus, ja, die Banken waren minus 60 und die Healthcare war minus 6. Ja. Es gibt immer ganz breite Spannen zwischen diesen Sektoren. Und das macht eben das System so interessant, dass wir halt aus einem Fundus schöpfen können und dann die richtige Performance-Entscheidung treffen können. Wir senken das Verlustrisiko von diesen 60%, die ich Ihnen gerade für Europa zweimal in der Dekade gezeigt habe, um zwei Drittel auf ca. 20%. Das heißt, wenn Sie im Aktienmarkt sind, wissen wir alle, da sind Risiken. Aber wir brauchen nicht 60% Risiko im Drawdown hinnehmen, sondern unser System ist in der Größenordnung von 20%. Wie hat sich das jetzt in 2011 entwickelt? Ist ja ein spannendes Jahr, was wir momentan haben und es wird noch spannender. Das kann ich Ihnen
versichern. Hier sehen Sie unsere Short-Profile. Dies war Fukushima, ist der Nikkei 225 mal auf 7000 kurz nach unten gerauscht, hat sich sehr schnell wieder erholt. Die Märkte in Europa, in den USA sind auch ziemlich nach unten gegangen, haben wir geringfügig Short-Positionen aufgebaut. Aber bereits im Mai diesen Jahres hat unser System angefangen, Short-Positionen aufzubauen. Da haben alle noch gar nicht dran gedacht, dass irgendwas passiert. Wir haben uns auch immer gewundert, warum bauen wir jetzt Short-Positionen auf? Dieses hier, 80%, war der 9. August diesen Jahres. Das war der härteste Tag für den DAX. Ja, wir waren bei minus 15% in ganz kurzer Zeit. Und Sie sehen, wir sind hier raufgefahren und haben dann 40% Gewinnmitnahme gemacht. Da haben wir mal diese, aus den Short-Positionen 40% Gewinnmitnahme gemacht. Und das hat unser Portfolio dann stabilisiert für den Rest des Quartals. Und Sie sehen die Differenz, der Markt ist minus 11, wir sind minus 6. Ja? Hier zuckelt der Markt hin und her und wir sind im Prinzip im Standby-Modus. Wir hatten 60% Kasse, wir hatten 40% Short-Positionen und haben dann angefangen, in dieser Phase hier wieder sukzessive die Short-Position aufzulösen und wieder neu zu investieren. Also Sie sehen hier einen Ablauf, wenn sich die Märkte so entwickeln, wann steigen wir in die Short-Position ein, wann lösen wir sie auf und wie fahren wir dann weiter fort. Emerging Markets. Wir haben uns nach dem Bruttosozialprodukt die Länder angeschaut und nehmen die 14 Länder mit dem größten Bruttosozialprodukt. Wir analysieren auch jedes Land wieder nach dem gleichen System, wie ich Ihnen das gerade sagte, mit dem Stock 600. Wenn wir Kaufsignale bekommen, dann sind wir long. Wenn wir Verkaufssignale bekommen, gehen wir in die Kasse. Das ist der einzige Unterschied zu allen anderen drei Produkten. Wir sind dann im Cash. Wir haben das Portfolio so aufgeteilt, dass wir 50% in den BRIC-Staaten haben, jeweils 12,5% von jedem Land und 50% in 10 weiteren Schwellenländern mit jeweils 5%. Die 5% je Schwellenland haben wir genommen, damit wir von der Performance, die in diesem Schwellenland entstehen, überhaupt etwas im Portfolio merken. Weil wenn Sie so eine typische Beimischung machen, dann nehmen wir mal 0,8% von Thailand rein oder 0,1% von Indonesien, da können Sie das gleich vergessen. Ja, da kommt nichts an Performance, wenn dieses Land sich wirklich gut bewegt. Sondern 5% hat dann schon ein Portfoliogewicht, wo Sie auch Performance mit registrieren können. Auch hier reduzieren wir den Maximum Drawdown um 2/3. Und Sie sehen hier die Entwicklung des Jahres 2011. Wir sind gestartet mit 100% Investment. Hier sehen Sie das Desinvestment und den letzten Markt Indonesien haben wir jetzt vor ein paar Tagen auch noch verkauft. Also beim Einstieg in unseren Emerging Market ETF-Fonds steigen Sie momentan in die Kasse ein. Wir sind hier im Standby und warten, dass sich die Märkte wieder nach oben bewegen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass China den Einkaufsmanager-Index unter 50%-Linie announced hat. Das heißt, momentan lohnt es sich nicht, in asiatischen Märkten zu investieren. Da muss sich jetzt die Weltentwicklung, die Weltwirtschaft wieder beruhigen. Dann werden die Chinesen und werden die anderen Märkte der Schwellenländer sehr schnell wieder anspringen. Denn das ist das, was man sieht, wenn Sie in Schwellenländer investieren. Schwellenländer springen sehr schnell an in den Märkten, aber stürzen auch sehr schnell ab. Ja? Und deshalb muss man da wirklich auf der Hut sein, dass einem nicht diese Abstürze in den Schwellenländern dann das Portfolio wieder in einen schlechten Zustand bringen. Europäische Staatsanleihen. Wir nehmen deutsche lange Staatsanleihen, meine Damen und Herren. Wer hat denn investiert in 7- und 10-jährige Staatsanleihen zurzeit?
Meine Damen und Herren, wer sich nicht traut, ans lange Ende zu gehen, kann auch kein Geld verdienen. Denn am langen Ende wird sowohl, wenn der Zins fällt, Geld verdient und wenn der Zins steigt, Geld verdient. Und was wir machen, ist, dass wir Laufzeitbänder nehmen zwischen 1,5 Jahren, 2,5 bis 5 Jahre, 5,5 bis 7 Jahre, 7 bis 10 Jahre und darüber. Und alle diese Laufzeitbänder beobachten wir wieder nach dem gleichen System. Wann sollen wir long gehen? Wann sollen wir da rausgehen? Wann sollen wir Bund Future Short gehen? Wir verkaufen alle unsere Rentenbestände, wenn das Signal kommt, die Zinsen steigen. Nicht gleich, aber zu einem Zeitpunkt, wenn sich das System stabilisiert hat. Also Fonds, Rentenfonds kann man auch verkaufen und sich vor Zinsanstiegen schützen. Meine Damen und Herren, das ist das Problem. Man darf nicht sitzen und schauen, wie die Zinsen steigen und das Portfolio geht nach rechts unten. Was haben wir gemacht im Jahr 2011? Dieses ist das Investitionsprofil und hier ist die Nulllinie. Wir waren vom Januar bis zum April Bund Future Short in dem Portfolio zu 50%. Das heißt, wir hatten keine ETFs mehr. Wir haben 50% Cash gehabt und 50% Bund Future Short. Denn der Zinsanstieg, der uns im September letzten Jahres präsentiert wurde, ist ja dann gelaufen bis zum April diesen Jahres. Und im April diesen Jahres kam dann die nächste Überraschung Griechenland und alle sind in die deutschen Staatsanleihen geflüchtet. Das heißt, der Zinsanstieg war zu Ende. Wir sind von 2,80 auf 1,80 zurückgegangen. Und Sie sehen, nachdem wir hier wieder long mit beteiligt waren, sind wir hier zum Markt praktisch 6,5 zu 5,5 oder 5,9 in der Performance in diesem Jahr mit unserem Rentenportfolio marschiert. Also, wichtig ist, wenn die Zinsen steigen, raus aus dem Portfolio, auf die Short-Seite. Wenn die Zinsen fallen, rein ins Portfolio und mitmarschieren. Ja? Das ist daraus, aus diesen Schwankungen, da kann man noch Kurse und Wertschöpfung machen, aus den 1,78 auf 10 Jahre, da funktioniert nichts mehr mit dem Portfolio. Das können Sie nur als Stabilisierungsfaktor nehmen, so wie ich Ihnen das in dem Portfolio gezeigt habe. Der Commodity and Cash funktioniert so, dass wir wiederum 5 Rohstoffgruppen uns anschauen. Das sind die Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Agrar und Lebendvieh. Und hier ist es eben so, dass wir auf der Short-Seite, weil es eben ein Sondervermögen ist, zu 40% in den Short-Bereich bei Energie gehen können. Und die anderen Produkte würden wir nur in der Kasse dann fahren, wenn wir sie nicht halten aufgrund von Marktbetrachtungen. Auf der Hauptbühne haben wir jetzt den Vortrag von Dr. Sebastian Müller. Was Sie jetzt hier sehen, ist wiederum das Investitionsprofil von unserem Commodity and Cash. Sie sehen in einer Phase hier im April Öl geschortet. Wir sind jetzt hier auch wieder im Ölbereich, im Short-Bereich, weil eben die rezessiven Faktoren der Welt das Öl preiswerter gemacht haben. Deshalb sind wir in den Short-Bereich gegangen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch etwas zeigen zum Thema Transparenz. Und Transparenz, wie Sie die Einladung hier heute von dem Herrn Rauch angenommen haben, war ein kleiner Videofilm, der Stand Transparenz wird hier heute diskutiert. Wenn Sie vorhin gesehen haben, auf den Folien, die gezeigt worden sind, überall kommt Transparenz. Was wir für Transparenz machen, ist Folgendes. Wir haben die ETFs und die sind mit einem transparenten Produktblatt versehen. Wir haben unsere Factsheets, wo Sie jeden Mittwoch das Portfolio von Montagabend sehen können, aktuell, immer aktualisiert, das volle Portfolio, nicht die 10 Top-Holdings oder sowas, was wir kennen, sondern das gesamte Portfolio wird dort gezeigt. Wir haben unseren Key Investor Information, die Short-Version, die jetzt seit 1. Juli wichtig oder gesetzlich gefordert ist. Wir haben unseren Verkaufsprospekt.
und wir haben unser Sales-Team, das Ihnen gerne zur Verfügung steht, in der Form, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei uns. Hier gleich um die Ecke links sind wir auch mit einem Stand vertreten, können Sie auch gerne vorbeikommen. Würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch mit Ihnen weiterhin kommen, und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.